Porter. Kostet dann alle 700, oder? Okay. Du mit dem Blitzring. Genau, du fängst mit diesem Cooldown-Bonus an. Steht jetzt hier nicht genau da, aber ich denke, damals stand noch da pro Level ab, kriegst du da, was weiß ich, 10% Minus oder sowas, bis halt bei 0 landet. Oder sogar mehr Minus, ich weiß nicht mehr ganz genau. Das ist eine recht interessante Geschichte, wie man das dann spielen kann. So, gab es irgendwas hier noch? 300. Plus 25% ist gar nicht mal so wenig. Und du kriegst aus irgendeinem Grund mehr Might. Ah, okay. Na gut, dann würde ich sagen, probieren wir das doch mit dir mal. Und ja, da dieses sozusagen Recovery davon so schnell ist, kann man ja jetzt im Prinzip einfach stehen bleiben. Also, weil sich aufzuleveln macht einen zunächst einmal theoretisch erstmal schwächer, weil halt der Cooldown wieder zurückgenommen wird. Das heißt, solange man so sozusagen die Gegner alle besiegen kann, ist es natürlich am effektivsten, einfach hier stehen zu bleiben. Und dann geht man einmal dieses, sag ich mal, Rechteck am Spielfeldrand ab und sammelt halt die ganzen Erfahrungspunkte ein, sobald es zu viele Gegner werden. Oder die Gegner zu stark werden, je nachdem. Dass halt zufällige Ziele trifft, greift der Blitz halt nicht unbedingt um automatisch den dran, der am nächsten an uns dran ist, aber gut. Da sehe ich auch was für uns. Wir hatten jetzt den... Ich weiß nicht, ob der jetzt hoch genug schon war. Wir hätten vielleicht überlegen sollen, ob wir... Ja. Wir sind jetzt auch schon Level 6, aber jetzt ist sozusagen da komplett weg, dieser Cooldown-Reduktion da. Frost können wir auch mitnehmen. Knoblauch ist einfach gut gegen diese Fledermäuse am Anfang. Gesagt, für irgendwas brauchen wir, denke ich, auch Glück.
Okay, genau. Lebensenergie wäre natürlich schon gut. Spinat. Wissen wir nicht, ob wir unbedingt das entsprechende mitnehmen. Spellbinder wäre jetzt für die Bibel. Also nicht, ob uns das als Waffen, was wir jetzt haben, reicht. Flammenstab wäre schon nicht ganz schlecht. Ja, Schaden ist, ich meine, mehr Schaden ist grundlegend erstmal nicht schlecht, ne? Okay, war schon mal was wert hier. Cooldown würde uns natürlich auch gefallen. Dazu wäre halt nochmal dieser normale Zauberstab zu empfehlen. So, das können wir auch noch mitnehmen hier. Also ich habe nochmal, denke ich, das vorhin nochmal gesehen. In dem Spiel heißt es wohl offiziell Floor Chicken. Natürlich kleine Anspielung auf das alte Wall Chicken. So grün war ich ihn gar nicht gesehen. Noch mehr extra. Ja, irgendwas müssen wir mitnehmen. Besser war ein Bracer. Ich meine, Peitsche weiß ich halt zumindestens. Das müsste maximale Lebensenergie gewesen sein. Aber seid auch nicht so richtig jetzt so meine Lieblingswaffe. Na komm, nehmen wir das Santa Water nochmal mit. Auch wenn es zumindest nochmal was ist, was wir halbwegs gut zielen könnten. Okay, jetzt ist sozusagen wirklich mal dieses Glück eingetreten. Haben wir jetzt hier vier Sachen, die wir wählen können. Das ist natürlich schon, sagen wir mal, ein Vorteil, die Wahrscheinlichkeit höher, dass man das findet, was man irgendwie haben will.
Natürlich momentan so ein bisschen das Problem, dass noch keine Waffe so richtig weit hochgelevelt ist. Ich meine, der Ring ist schon ein bisschen, aber... Das geht natürlich noch mehr. Das ist auch nur Gold, ne? Also nur ist er nicht schlecht. MD Dome ist mir relativ sicher, dass er für den Zauberstab ist, aber will ich es jetzt nicht unbedingt mitnehmen, wenn wir dann keine mögliche Kombination herkriegen. Auch wenn es an sich vom Effekt her natürlich nicht schlecht ist. Aber wir haben ja schon einen Duplicator, der nichts umwandelt. Und Spinat ja jetzt auch nicht mehr bei uns. Level hier, das geht mir vor. Ich habe gesagt, Armor hat man auch noch nicht, aber da wäre ich mir jetzt nicht sicher, was das bringen soll. Oh. Noch mehr Ex, ne? Oder mehr Schaden, größere Area, ja, Base Damage. Achso, das war das, was wir gesehen haben und nicht mitgenommen haben, ne? Ja. Oh, nochmal mehr Glück hier einfach so rumliegen. Das soll natürlich erstmal bekommen, aber gut. Noch mehr Blitze. Tatsächlich gibt man in dem Fall mal mehr Area momentan. Da sieht man schon, wie die Waffen jetzt immer größer werden, wenn wir da rumschießen.
verfällt die Zeit der sehr vielen Skelette hier. Okay. Zweite Truhe da, das heißt, wir können das mal mitnehmen. Nochmal ein Kreuz. Auf Level 7. Ach ja, genau, du bist noch für das da. Okay, wir nehmen dich mal Stufe 8 mit. Attract Orb. Ich weiß nicht, ob uns das für irgendwas hilft. Wir probieren es einfach mal. Na, mal schauen. Ja, irgendwas Großes scheint hier schon in der Kiste zu sein. Er braucht den Duplicator. Okay, dann ist das natürlich nicht schlecht. Und was macht er dann? Oh. Ah, zudem noch dazu. So eine Art Chain Lightning dann noch. Ah, okay. Der Duplicator nehmen wir sowieso gern mit. Von daher passt das dann schon. Ich hätte natürlich gerne mehr Axt, aber. Ja. Mhm. Also muss Duplicator in dem Sinne dann nicht immer ein verschwendeter Slot sein. Also verschwendet für die Fusion. An für sich ist es natürlich an sich eigentlich immer ziemlich stark. Hä, gibt es da zwei solche Dinge, oder sind wir einfach so weit hier rüber gegangen worden? Naja. Nee. Es gibt zweimal, oder es wrapped around hier. Nö, nee, noch mehr davon. So. Goldfieber, okay, kann ich auch noch nicht. Das Gefroren ist einfach nur ein normaler Timestop, oder? Ja. Okay. 480 ist jetzt auch nicht so extrem viel, was er jetzt an Bonus, aber ich meine, schön, dass es so ein paar neue Sachen hier gibt.
Und wo hast du jetzt einen Bonus bekommen? Ach, wahrscheinlich mehr Area, oder? Ja, plus 65%, okay. Ja, das wird wahrscheinlich dein sein, was du mit diesen Level-Ups auch noch zusätzlich bekommst. Ist natürlich nicht schlecht. Oh, hat mehr Area gleich automatisch mehr Knockback? Okay, ist auf jeden Fall wieder die Evolve-Schatztruhe. Ah, genau. Also Glück, wie erwartet. Mit dem Kreuz hier, Boomerang. Hier noch was Underwater. Ja, und Axt haben wir ja auch schon gemaxt. Das ist dann das nächste, was sozusagen drankommt in der nächsten Kiste. Das heißt, wir hätten noch zufällig dann irgendwas anderes, haben wir ja noch nicht auf Level 8, denke ich. Genau, diese Sense oder wie auch immer. Das ist nicht auch sehr hilfreich. Knoblauch haben wir noch garantiert. Bei den anderen, wie schon gesagt, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Rune Tracer, wir könnten es probieren, insofern es der Attract Orb ist. Ich denke, wir sind jetzt langsam an der Stelle, wo wir lieber erstmal alle Waffen noch gar aufwerten, bevor wir jetzt eine Truhe mitnehmen. Um einfach die Wahrscheinlichkeit am höchsten zu haben. Tatsächlich lieber noch mehr Area. Nee, das Ding schon riesig. Ich alle ansaugen, aber gut.
Na gut, warten wir mal ein bisschen hier. Okay, das Santa Water macht jetzt mehr so... Ah, okay, vielleicht ist er so, wie das generell immer funktioniert. Aber sonst sieht man es noch nicht so, wenn man mit diesem Pattern, wenn man noch weniger davon hat. Ich dachte, die waren eigentlich immer komplett random voneinander losgelöst. Aber hier sieht es aus, wenn es so einen Kreis rummacht. Okay. Wir sind wieder wie am Anfang. Einsammeln, was jetzt alles hier an den Rändern so rumlag. Überlegen wir, weil ich so viele Gegner tatsächlich einfach mal auch mal die Schadenzahlen ausstellen. Ich meine, wirklich, die bringen wir uns sonst auch nicht, ne? Das ist halt nochmal zusätzliche Sprites oder irgendwas, die da halt auftauchen dieses Mal. Jetzt haben wir drei Truhen, das heißt, wir können zumindest auf jeden Fall schon mal eine mitnehmen. Ohne dass wir jetzt irgendwie Angst haben müssen, dass wir noch irgendwas nicht kriegen hier. Okay, das ist nicht der Upgrade-Pfad. Also für Rune Trace haben wir schon mal nicht das Passende dabei. Das ist okay. Thank you.
Level 8. Okay, dann geht mal her hier. Ah, mit irgendwas hat es wohl reagiert. Ist doch so wie ein Heiltrank. Okay. Wie auch immer das so ganz genau funktioniert, aber gut. Max. Okay, dann sind wir mit unseren Evolves so erstmal soweit durch hier für diesen Run, was wir so an Möglichkeiten haben. Noch mal passive abzugraden. Ja, ich habe einfach aus. Ich versuche schon aus. Ja, viele Level-Ups, ja. Okay. Die letzten 5 Minuten so ungefähr. Jetzt kommt, denke ich, noch mehr von diesen Blumen, auch diese größeren da dann irgendwann mal. Stop, den können wir uns natürlich mal aufheben. Weil es ungemütlich wird. Ah, okay, schauen wir uns dann mal dran. Ja. So, dann könnten wir dieses Mal auch wahrscheinlich Max Erfahrung in Anführungszeichen kriegen. Das kann man auch mal sehen. Wenn es quasi nichts mehr gibt, was man aufstufen kann, ja, dann gibt es als Bonus einfach noch mehr Gold. Nicht besonders viel, aber besser als nichts. Thank you.
Ich glaube, dieser Flammenhauch ja noch so stark ist jetzt. Na gut, scheint trotzdem noch mal so ein bisschen zu bringen hier. Ja, die Geister, ich sag mal, die kommen irgendwie nicht so richtig ran hier. Wenn man so ein bisschen auf die Zahl der gestorbenen Gegner schaut, ist auch schon mal interessant, ne? Wie das so hoch geht dann gegen Ende der Runde. Auch nur noch so ein bisschen am Philosophieren für meine Highlights, wie lang dann immer so eine Folge werden soll. Ich meine, klar, wenn wir im Prinzip jetzt viele Runs schaffen sollten, so eine halbe Stunde, könnte man natürlich einfach jeweils einen kompletten Run nehmen. Ich habe mir das dann so überlegt, ich werde es einmal so zusammenschneiden, dass kein Part über, sagen wir mal, eine Stunde geht. Und natürlich komplette Runs jeweils beinhaltet. Also wir werden nicht in der Mitte vom Run dann irgendwie einen Cut machen, das ist natürlich Quatsch. Genau, dann gibt es nicht einfach mehr Gold. Ich denke jetzt hier gar nicht da, wie viel das ist. Ich weiß nicht, 50 oder sowas? 25 sogar nur. Ah, okay. Oder man kann sich ja heilen lassen. Das könnte ja unter Umständen auch mal hilfreich sein. Wäre sogar interessante Sache. Also, ob man zum Beispiel diese Heilung auch bei einem normalen Level-Up sozusagen als Alternative hätte anbieten können, ist natürlich die Sache, die man normalerweise nicht nehmen will, weil man natürlich dadurch nicht insgesamt steigert wird. Aber um zu überleben, wäre das natürlich mal eine Option, aber ja. Hat man aber scheinbar nicht gemacht. Ich denke mal, der Run sollte auf jeden Fall als gelungen mal durchgehen. Okay. Was haben wir denn noch freigeschalten? Die Axt weiterentwickelt. Das Wasser. Den Ring und das Kreuz. Okay. 3 Millionen Schaden mit dieser Death Spiral. Die ist natürlich auch schon gut. Der Seven Sword auch nicht schlecht. Labora.
Die Santa Ward hat aber an sich ganz schön viel Schaden gehabt. Und man sieht, obwohl man den Blitzring seit Anfang dort mit relativ vielen Geschichten hat, ist der Gesamtschaden gar nicht mal so hoch, den der normale gemacht hat. Und dieses Thunderloop ist ganz okay. Also 2,9 ist natürlich viel Schaden, weil wir hatten es natürlich auch ein bisschen länger wie die anderen Sachen. Also nicht vom DPS, nicht ganz so, aber trotzdem natürlich schon eine gute Waffe in dem Sinne, da muss man schon sagen. Und der Rune Tracer, ich sag mal, von den Nicht-Evolveden hat dann irgendwie den höchsten DPS. Da durfte aber halt allerdings auch bis zum Ende so drin bleiben. Ne? Naja. Okay, dann haben wir das mit dir zum Beispiel auch geschafft. Dann können wir ja mal den nächsten noch freischalten. Und jetzt kaufen wir mal noch Power-Ups hier. Mal schauen, was jetzt am wenigsten kostet. 400. Sieht so aus, so. Okay. Schaden. Leben. Recovery. Okay, sind wir eigentlich bei den 700 dann jetzt. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. Ja, schon einiges hier freigeschalten, muss man sagen. Ich meine, das Geld kostet relativ viel, aber... Curse, okay. Ja. Collection. Na, also noch einiges hier freigeschalten, ist natürlich schon mal nicht schlecht. Okay, das soll jetzt angeblich 100 sein. Na gut. Also, durch Greed würde es dann sowieso immer ein bisschen mehr, ne? Also, wie gesagt, die Peitsche, ich denke mal, das müsste das Herz sein. Bei dem wissen wir, das ist das, was die Recovery-Zeit verringert. Also, bin ich mir zumindest relativ sicher. Rune Tracer wissen wir noch nicht. Hier müssten wir diesen zweiten Vogel einmal haben. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt letztens mit Level 7 hatten. Könnten wir ja theoretisch nochmal schauen. Da irgendwas raus. Da haben wir den schon freigeschaltet. Ne, hier. Genau. Pete Jones auf Level 7. Okay, dann hat man das in den einen Run, wo wir den Vogel dabei haben, nicht so weit hingebracht. Okay. Pentagramm auf Level 7. Okay, das hat man bis jetzt noch nicht genommen. Mal schauen. Na gut, nach diesem gelungenen Run sollen wir das dann für heute mal reichen. Wie schon gesagt, ist heute ja kein normaler Streamtag. Am Montag werden wir natürlich auch wieder streamen. Wir müssen mal schauen, was wir da genau machen oder wie wir das machen, weil ich weiß nicht, ob mir das abends 20 Uhr dann von der Zeit her so ganz passt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir wirklich Silber jetzt als Hauptspiel weiterspielen oder vielleicht nochmal was anderes. Aber es könnte sein, dass wir vielleicht ein bisschen zeitiger streamen als 20 Uhr. Das könnte sein, das würde sich für mich vielleicht einfach besser ergeben. Aber genau muss ich mir das dann nochmal anschauen. Na gut, aber von daher würde ich sagen, erstmal soweit. Bis dahin.